willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Schwatzing. Warte mal, was hat der gerade? Sehr geehrte Gemeinde, ab sofort wird erstens eine neue Steuerregelung allgemein 30 sowie neue Saatgutesel mit 20%. China-Import mit 180%. Alter, der hat es wirklich durchgezogen. Ich glaube, ich hack. Was? Die wollen jetzt sogar noch Wasser? Alter, das gibt's doch nicht. Der Reinhard probiert, Geld rauszuschlagen für die Stadt, wo es nur geht. Ach so, warte mal. Ich muss mal gerade hier anrufen. Hinten schon gut hoch. Hallo? Hallo, Jürgen? Ja? Du, ich bräuchte mal einen Radlader oder so zum Aufstellen von einem Holzanhänger. Achso, gar kein Thema. Knoll? Beim Sepp oben. Jo. Machst du das gerade? Jo, kann ich machen. Ja, Knoll kommt dazu. Gut, danke. Jo. Bis dann, ciao. Ciao. Ja. Hallo, Herr Hans-Peter. Ja. Wie geht's Ihnen? Besser. Besser, das hört sich gut an. Ja. So, jetzt habe ich gerade mal eine Frage. Sie haben auch schon die Nachrichten gehört? Ja. Eine Unverschämtheit. Was? Ich musste gerade eben 46.800 bezahlen. Wegen was? Wegen dem Autoerkennungsholzanhänger. Ja, deshalb wollte ich mit Ihnen sprechen. Es ist ja unmöglich. Das ist unerhört. Er probiert gerade Geld rauszuschlagen, wo es nur geht. Ich wusste das vorher nicht. Ja, ich auch nicht. Das stand nirgendwo. Mussten Sie auch bezahlen. Nee, von mir wollte das auch haben. Dann sage ich, ja, wo? Ich wusste nichts davon. Was soll denn das? Dann hat er gemeint, er probiert es mal bei Ihnen. Ach so, läuft der Hase hier. Ja. Ich glaube, da brauchen wir nicht nur eine Ökopartei. Nee, da brauchen wir, glaube ich, einen neuen Bürgermeister. Das ist, ja. Ja, vor allem, haben Sie das gelesen? Der will jetzt Wasserkosten. 100 Euro für 1000 Liter Wasser. Unmöglich. Also, ich weiß nicht. Irgendwie, vielleicht müssen wir den mal ein bisschen unter Druck setzen oder absetzen. Wir müssen ein Misstrauensvotum erstellen. Ja, das sollten wir mal überlegen. Wir gucken mal, wie es jetzt läuft, weil der hat ja auch noch ein paar andere Sachen. Hier, was hat er noch? Was ich auch nicht verstehe, eine Mautpflicht. Großtraktoren, 5 Euro im Mittel pro Fahrzeug, alles Selbstfahrer mit 100.000 Euro. Dann bin ich mal gespannt, ob er das alles einführt. Ich werde ihm nichts in Rachen schmeißen. Ich auch nicht. Das war das erste und letzte Mal. Die Steuern hat er auch noch erhöht, ey. Naja, gut, ja, aber das... Jetzt muss ich auch noch die Steuern für die Kunden erhöhen. Jetzt müssen sie nicht nur noch 20% bezahlen. Ja, eben. Weil jetzt müsste ich jetzt 40% machen. Das sollten sie mal mit dem Bürgermeister thematisieren, weil ich glaube, das hat er nicht auf dem Schirm. Der hat, glaube ich, gedacht, dass 20% sowieso an die Stadt gehen. Vielleicht hat er das ein bisschen verpeilt, dass sie ihm sagen, dass 30% die Gesamtsteuer sind. Ja, wenn ich den Kunden jetzt trotzdem nur noch 20% anrechne, dann mache ich Minus. Das kann ich nicht machen. Genau, im Grunde müssten sie 30% erheben und 20% an die Stadt abzahlen. Dann würden sie noch 10% behalten. Ja. Okay, gut, vielleicht probieren sie das mal mit ihm zu klären, weil dann machen sie ja wirklich ein Minusgeschäft. Aber weißt du, was ist, darf ich sie nutzen? Ja. Weißt du, was das Ding ist? Was hat er jetzt gesagt? Jetzt habe ich es vergessen. Moment. Ich kenne dieses Problem, wenn es auf der Zunge ist und dann doch nicht da ist. Gelegentlich nennt man das Alzheimer. Oder ich bin einfach nur dement. Das ist auch möglich. Okay, aber wenn es Ihnen wieder einfällt, können Sie mich ja anrufen. Mhm.
Gut, bis dann nee, erstmal. Ich weiß es wieder. Ja, dann schießen sie los. Wenn ich diese 46.800 nicht bezahlt hätte, hätte er mich später aus dem Gefängnis rausgelassen. Ach, das ist ja Erpressung. Ja. Das sollten sie dem... Da wollte ich mich eigentlich schon vor 20 Minuten aus dem Gefängnis lassen. Was ist? Ich sitze immer noch hier. Ach, sie sitzt immer noch ein? Ja. Ich komme ja nicht raus. Ich kann vielleicht versuchen, die Scheiben einzuklagen. Ja, aber dann kriegen sie ja noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wäre es ja auch ungeschickt. Das ist ja das. Ja. Okay, dann hoffe ich mal, dass alles schneller, dass alles gut wird. Mhm. Gut, bis dann erstmal, gell? Jo, ja, bis dann. Wir quatschen. Tschüss. Mal. Jo. Ciao. Tschüss. Das ist ja ein Hammer. Skandal. Ich weiß gar nicht, was der Bürgermeister hier macht. Das ist ja schon fast kriminell, was der hier veranschlagt. Heftigst. Soll ich mal gerade gucken, ob der Knolli schon da ist? Ah ja, da ist er ja. Herr Runner. Ja, hallo Herr Knoll. Ich habe ihn wieder aufgestellt. Ja, super, vielen Dank. Ist recht schön, wenn die Bäume hier drin sind. Ja. Was kriegen Sie? 2000. Oh. Moment. Muss ich gerade mal suchen. Dauerauftrag hier. Gut. Vielen Dank, gell? Bitte, bitte. Tschüss. Ciao. Ah, ja. Gut, dann fahre ich den mal gerade noch weg hier. So, warte mal, der LU, beziehungsweise, ja, das LU, der Neumann macht mein Feld. Das ist sehr geschickt. Aber der hat noch nicht angefangen, das ist weniger geschickt. Der sollte mal anfangen. Gleich nochmal gucken, wenn nicht, dann muss ich es doch selber machen. Alter, dieser Anhänger. Der ist auf jeden Fall keine 70.000 wert. Und das ist er ja mit den... Jetzt hat er vom Hans-Peter den erpresst und gesagt, der lässt ihn erst raus, wenn er das Geld bezahlt. Das ist ja wirklich hochkriminell. Das ist... übel. Da muss ich gleich mal den Jürgen noch kontaktieren, glaube ich. 56,6 60,7,8 60,8. Ich muss das alles notieren hier, was ich krieg. Weil das geht ja eigentlich an den Sepp. So. So, warte mal, ich rufe mal gerade den Neumann an. Sicher. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich wollte gerade mal fragen, wie es denn aussieht mit dem Feld. Ich fange tatsächlich jetzt erst an. Ah, okay, wegen der Nacht und so. Ah ja, da stehen Sie ja. Gut, dann gutes Gelingen. Vielen Dank, ja. Jo. Okay, ciao. Danke. Ciao. Gut, dann lügt das ja. Okay.
So, dann hole ich hier nochmal eine Ladung für den Zip. Ich weiß gar nicht, ob ich da rankomme mit den Baumstümpfen. Ah, doch, hier. Das geht. Hallo, hallo, hier ist der Norman. Hier ist der Norman. Ah, hallo. Ich wollte ihn nur fragen, ob wir das Stroh auch nehmen dürfen. Brauchen Sie das? Das brauchen wir auch. Was zahlen Sie denn dafür? Muss ich mal auf den Marktpreis gucken. Ich habe hier Attraktionsprobleme, das gibt's nicht. Ah, jetzt. Es, wenn Sie, also wenn Sie Stroh brauchen, nehmen Sie natürlich auch. Oder mal. 100 pro 1000 Liter. 100 nur. Natürlich nicht so viel, aber. Aber das passt schon, können Sie haben. $1,50. 150. Herr Neumann? Ach, dieser scheiß Handyempfang, ey. Herr Neumann! Herr Neumann? Ja? Ach, irgendwie. Kein Handyempfang gehabt. 150 haben Sie gesagt. 150, ja. Ja, ist es okay. Das können wir machen. Gut. Gut, dann viel Erfolg. Soll ich Ihnen helfen, zur Hand gehen, oder? Wenn Sie Zeit haben, gerne. Ich müsste jetzt noch kurz eine Ladung Holz vom Sepp zum Sägewerk fahren. Ich hoffe mal diesmal ohne umzufallen. Und dann könnte ich vorbeikommen und unterstützend tätig sein. Könnte ich auch den Ladewagen fahren oder so. Hallo. Schon wieder, ey. Scheiß Handyempfang. Moment, Feeling. Herr Neumann? Ja? Ich komme dann gleich vorbei, gell? Jo. Gut, tschüss. So, warte mal, da war ein verpasster Anruf drauf. Muss ich gerade mal. Ah, ne, doch nicht. Hm? Ganz seltsam. Gucken wir mal. Also ey, mit dem Anhänger, da kommst du kaum vorwärts. Du hast immer das Gefühl, er verabschiedet sich. Ja, vielleicht liegt es auch am LKW, ich bin mir nicht sicher. Das ist halt auch ein heftiges Gewicht, was da hinten drauf ist. Gut. Ah, Moment. Spanngurte noch losmachen. So, 50. 51, 8. Oh, der Sepp, der wird sich auch sowas von den Hintern beißen mit diesem auf den mit den 180%.
So. Oh, dieser Klingelton ist so entspannend. Hallo? 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 Ach Gott. Das wollte ich gerade lauter irgendwas sagen. Hans-Peter, servus. Ja. Ich habe eine Idee, was ich jetzt mache. Ich wurde jetzt freigelassen. Ah, oh, endlich. Mehr als eine Stunde zu spät, aber ich wurde freigelassen. Das ist schon mal etwas. Das ist gut. Das zweite ist, der wollte ein Pfand bestellen, wo ich noch im Gefängnis war. Weißt du, was ich jetzt mache? Der ist nicht lieferbar, oder? Komm, halten zurück. Ich werde den unendlich Steuern draufrechnen. Ja, aber die musst du dann ja wieder abführen. Aber du könntest sagen, dass es ein China-Import ist. Das ist eine richtig gute Idee. Und jetzt kommt er gerade hier. Oh, halt. Das ist eine richtig ist gute Idee. Ist der hier gerade vorbeigerauscht? Na, ist eh nicht so ganz klar im Kopf. Ja, so manchmal denke ich mir auch. Naja. Okay. Ja, das mach. Der läuft hier gerade über beim Landhandel rum. Muss mal gerade da was organisieren. Gut, bis dann, gell? Ist die Frage. Muss ich das bezahlen, die 180%? Nee, er kauft ja. Also er. Ja, aber dann musst du die Steuer wieder an die Stadt abführen. Also am Ende hat sich's erledigt. Aber kannst ja sagen, der ist schwer lieferbar, er muss 15 oder 20% Aufpreis zahlen für eine Lieferung. Weißt du? Aber wie mache ich das denn genau? Also, wie viel Prozent? Das ist jetzt halt so die Frage. Dann machst du, warte mal, 30 will er ja haben. Dann machst du 50% drauf. 30 will. 30 will er ja haben als Stadt. Dann machst du 50, dann kriegst du am Ende 20 selbst. Mhm. Okay. Also, dann bis später, gell? Ja, bis später. Tschüss. So, Leute, herzlich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.